Wenn sommerlichter Wunden heilen und Nächte wieder Tage bleiben, ihre Sterne verteilen, weiche Schatten zeichnen, kann ich dir nah sein. Deine Hand in meiner Hand, für immer und ein Leben lang, nur in Gedanken, in meinen Gedanken kann ich dir nah sein, du wieder da sein. Jetzt fliegst du hoch, lässt einfach los. Jetzt fliegst du hoch, was mach ich bloß, wenn an kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer krallen. Wo soll ich hingehen? Wo soll ich jetzt hingehen? In meinem Kopf kann ich ein Lachen hören, hab jeden Schritt bewacht, ich kann schwören, du warst auch eben noch bei mir. Aufgeregt. Du standst auch eben noch bei mir. Ich bin einfach nur ein bisschen aufgeregt. Und ein Flugzeug aus Papier ist wieder bei dir. Vielen Dank, dass du so schön für uns gesungen hast. Erzähl uns, wie du heißt und wie alt du bist. Also, ich bin Rosalie, ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus Schwäbisch Hall. Ich glaube, was uns beide als Team, deine Freunde, gerade absolut von dir überzeugt hat, war nicht, dass wirklich jeder Ton genau da saß, wo er hingehört, sondern dass du ganz, ganz viel Gefühl vermittelt hast. Das hat uns wirklich unglaublich berührt, die Art, wie du gesungen hast und wie du dich selber in dieses Lied mit eingebracht hast. Mir läuft schon hier die Augen hoch, weil du hast jedes Wort gemeint, was du da gesungen hast. Hast dich komplett da reingeworfen. Und das war einfach geil und es war irgendwie nicht möglich, nicht zu buzzern. Also ich bin richtig froh, dass ihr euch umgedreht habt, Boys. Ich habe jetzt auch so krass abgenommen. Mir hat es dann am Ende so tonal manchmal nicht ganz gereicht. Ja. Du warst natürlich auch extrem aufgeregt. Ja, das war das Problem. Ich bin auch ganz glücklich, dass du weiter bist. Ich bin ganz beseelt. Ihr macht euer Ding. Ich bin ganz happy. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Du kriegst noch unser Teamgeschenk. Das machen wir dann richtig feierlich. So. Und einmal hinten. Ja, mach das richtig. Rosalie im Team, deine Freunde. Ein Applaus für Rosalie im Team, deine Freunde.